In der Geschichte des Smartphones ist Samsung neben Apple der erste Hersteller, der wirklich relevante Produkte auf den Markt brachte und damit Erfolg erzielte. Bis zum S10 und S10 Plus fuhren sie damit auch sehr gut. Aber mit der Landung immer mehr chinesischer Smartphone-Hersteller und einer Weiterentwicklung des Wettbewerbs fiel es Samsung zunehmend vor wenigen Jahren schwerer, sich wirklich von der Masse abzuheben und die Kunden bei sich zu halten. Daher führten sie im Jahr 2020 erstmals das Ultra-Modell ein, vernachlässigten damit aber auch die regulären Smartphones der Galaxy S-Reihe, die früher ganz oben standen. Bis heute sind das S23 und S23 Plus schon ziemlich in Vergessenheit geraten und das, obwohl sie hinsichtlich der technischen Ausstattung auch einige gute Upgrades erhalten haben. Daher wollen wir die zwei kleinen Brüder des neuen Flaggschiff-Trios nicht vernachlässigen und schauen uns heute mal an, inwiefern sie auch noch eigenständig dazu in der Lage sind, der vielfältigen Konkurrenz standzuhalten und wie sich die verbesserte Hardware, vor allem beim Prozessor, tatsächlich so in der realen Nutzung verhält. Dies ist vielleicht das tiefgreifendste Review zum Galaxy S23 und S23 Plus, das du finden kannst. Nach dem sehr großen Fail mit der S20-Reihe hat es Samsung in den letzten Jahren tatsächlich wieder geschafft, bei ihren Flaggschiff-Modellen ein einheitliches Design zu etablieren. Die heutigen Smartphones kämpfen nicht nur um das beste Aussehen, sondern auch ein Wiedererkennungsmerkmal ist dabei extrem wichtig. Die Produkte, die man auf der Straße sofort identifizieren kann, haben allesamt beim Design schon gewonnen. Die in das Modul eingelassenen Kameralinsen waren eine sehr gute Möglichkeit, die immer mehr werdenden Kameras elegant zu verpacken. Beim Ultra-Modell haben sie sich schon letztes Jahr davon entfernt und auf einzeln aus dem Gehäuse stehende Kameras gesetzt. Dieses Jahr folgen auch die regulären S-Smartphones. Der metallische Ring um die Kamera herum wurde noch einmal breiter gezogen, um die Hochwertigkeit zu maximieren. Wenn du das S23 gegen das Licht hältst, bilden die Reflexionen des Metallrahmens und der Kameraringe den Grundriss, was extrem hochwertig aussieht. Generell würde ich das Design als simpel, aber gerade dadurch so elegant beschreiben. Dazu trägt natürlich auch die Vorderseite vieles bei. Die Displayränder sind im gesamten Lineup etwas breiter als bei ihren Vorgängern, dafür erhalten wir nun ein komplett symmetrisches Gesicht. Die Aussparung für die Frontkamera ist weiterhin extrem klein und sehr weit oben positioniert, sodass sie im Prinzip keinen Platz der Statusleiste wegnimmt. Nur vom Optischen betrachtet handelt es sich hier auf jeden Fall um die schönste Vorderseite in den aktuellen Smartphones. Das ist so die Front, die man klassischerweise in so Werbespots für irgendwelche Apps sehen sollte. Die Verarbeitung des Gerätes ist dabei weiterhin erstklassig. Die matte Glasrückseite und der glänzende Aluminiumrahmen sind eine sehr hochwertige Kombination, die wir so aus dem iPhone Pro Modell kennen. Die Übergänge sind sehr flüssig und alles wirkt wie aus einem Guss. Nur folgen die zwei Smartphones auch dem aktuellen Trend und gehen zurück zur kantigen Designsprache. Das zeichnet sich sehr deutlich aus. Vorder- und Rückseite sind ein komplett flaches 2D-Glas ohne jegliche Abrundung. Der Rahmen fasst dieses ein und ist daher auch rundherum genauso breit wie das Smartphone selbst. Die ziemlich direkten Übergänge machen die S23-Modelle etwas scharfkantig, aber auch sehr griffig, sodass sie dir niemals aus der Hand rutschen werden. Der Rahmen selbst ist dabei noch etwas abgerundet. Von der Größe her reiht sich das S23 Plus in die aktuellen Flaggschiff-Smartphones mit ein, wobei es mit nur 196 Gramm auch noch vergleichsweise angenehm in der Hand liegt. Das Gefühl ist so ein wenig wie beim iPhone 14 Plus. Das S23 ist hinsichtlich der Größe deutlich mehr besonders, denn bei ihm handelt es sich im heutigen Vergleich um eines der einzigen kompakten Flaggschiff-Smartphones auf dem Markt. Es ist von den Abmessungen betrachtet noch etwas kleiner als das iPhone 14. Leichter sowieso und kann noch sehr einfach mit einer Hand bedient werden. Gerade mit einer allumfassenden Hardware ist diese Größe in der heutigen Smartphone-Welt ziemlich einmalig. Das verleiht ihm auch noch zusätzlich sehr viel Eleganz. Um das Display muss man sich traditionell bei Samsung keine Gedanken machen, nur dass die regulären S-Smartphones nur noch die niedrige Display-Auflösung von 1080p bekommen, ist schon etwas unangenehm. Die weniger hohe Pixeldichte fällt im kleinen S23 noch etwa weniger auf, aber gerade beim S23 Plus und seinem 6,6 Zoll Display kann man für den Preis durchaus etwas mehr erwarten. Abgesehen davon handelt es sich um Displays, so gut wie man sie von Samsung erwartet. Die Helligkeit ist sehr hoch und kann inzwischen sogar manuell aktiviert werden. Mit dem neuen Displaymaterial musste man in den letzten zwei Jahren für eine höhere Helligkeit auch die Blickwinkelstabilität aufgeben. Das scheint sich dieses Jahr auch deutlich verbessert zu haben. Bei seitlicher Betrachtung behalten die Displays ein sehr sauberes Weiß bei und verlieren nur minimal an Helligkeit.
Auch von der sonstigen Ausstattung bekommt man hier den gewohnt hohen Samsung-Standard, der sich jedoch typischerweise nur langsam weiterentwickelt. Der Vibrationsmotor ist weiterhin der X-Achse-Linearmotor von letzten Jahr und ist nach wie vor sehr hochwertig. Gerade durch den zunehmenden Einsatz in der Software wird die Bedienung damit sehr schön untermalt. Das Tippen auf der Samsung-Tastatur macht mit ihm auch viel Spaß. Beim Ultraschall-Fingerabdrucksensor ist es hingegen schade, dass wir nicht den Ultrasonic Max aus dem Vivo X80 Pro mit einer riesigen Fläche in der S23-Reihe verbaut haben, was vorher bei den Gerüchten teilweise vermutet wurde. Abgesehen von ihm handelt es sich jedoch trotzdem um den besten auf dem Markt mit einer hohen Präzision und Geschwindigkeit. Man muss den Finger nur einmal kurz drauf tippen und befindet sich direkt in der Software. Sogar der Lautsprecher hat sich mit dieser Generation verbessert. Er bietet einen sehr ausgeglichenen, voluminösen Klang und reiht sich unter den verschiedenen Android-Smartphones auf jeden Fall vorne ein. Nur die aktuellen Xiaomi-Smartphones und das iPhone 14 Pro sind hier noch etwas überlegen. Auch hinsichtlich der sonstigen Ausstattung, wie dem Ultra-Breitband-Support, USB 3.2-Anschluss, den immer neuesten Konnektivitätsstandards, IP68 und 5 Jahren Software-Updates, kann man wirklich sagen, dass sich Samsung so ein wenig in die Richtung des iPhones mit Android entwickelt. Das ist aber positiv gemeint. Das größte Problem der Samsung-Smartphones in den letzten Jahren, das auch am heißesten diskutiert wurde, ist ohne Frage der Prozessor. Schon immer haben sie in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedliche SoCs verbaut. Wir in Europa hatten mit dem eigenen Exynos die deutlich ineffizientere Variante, also die Arschkarte. Das war bis zum S20 Ultra ein großes und bekanntes Problem, denn seit dem Snapdragon 888 im S21 wurde auch der äquivalente Qualcomm-Prozessor bei Samsung gefertigt, worunter die Effizienz stark gelitten hat. Darunter war natürlich die ganze Welt betroffen und daher waren die Akkulaufzeiten in den Premium-Smartphones der letzten 2 Jahre auch allesamt miserabel. Dieses Jahr sollten alle bereits mitbekommen haben, dass das Problem auf beiden Ebenen behoben wurde. Nicht nur verbaut Samsung jetzt auf der ganzen Welt einheitlich den Qualcomm Snapdragon Prozessor in ihren Galaxy Smartphones, sodass sich keine Region mehr vernachlässigt fühlen muss, auch wurde dieser wieder bei TSMC gefertigt und weist eine hohe Effizienz auf. Das mag jetzt erstmal nicht so wichtig klingen, stellt aber mit den wichtigsten Fortschritt der letzten Jahre dar. Zunächst einmal ist es gerade der große Sprung in der Performance. Bei der CPU erhalten wir im Multicore-Score im Vergleich zum Vorgänger, dem Exynos 2200 im S22, eine knapp 40% höhere Maximalleistung, bei der GPU sind es direkt knapp 70%. Es handelt sich bei der Grafikeinheit gleichzeitig auch um den ersten Prozessor, der Apples A16 Bionic übertreffen kann. Diese Performance ist auch in allen 3 Smartphones identisch, nur das reguläre Galaxy S23 hat es etwas schwerer, sie über eine lange Zeit aufrechtzuerhalten. Da diese maximale Leistung im Alltag aber sowieso nicht oft beansprucht wird, gilt einfach nur zu sagen, dass die Performance bei allen 3 Smartphones überragend ist. Bei allen alltäglichen Aufgaben, auch mit viel Multitasking oder dem Nutzen der Kamera, gibt es nicht mehr wie beim Vorgänger so viele Ruckler. Das Gerät folgt immer direkt deiner Hand und die Bildwiederholrate von 120 Hz wird auch sehr konstant in allen Apps gehalten. So flüssig habe ich One UI schon lange nicht mehr erlebt. Noch viel relevanter ist aber die hohe Effizienz. Die starke Hitzeentwicklung von früher ist endlich Geschichte und von der Akkulaufzeit her handelt es sich auch um die besten Samsung-Smartphones seit langem. Das kleine S23 geht mit seiner leicht größeren Kapazität nicht mehr so früh leer wie früher, sondern kommt auch sehr easy über einen Tag intensiver Nutzung. Bei 5 bis 6 Stunden Bildschirmzeit und das S23 Plus kann man bei leichter Nutzung auch mal 2 Tage lang nicht aufladen. In den Einstellungen gibt es dieses Jahr auch einen neuen Leichtmodus, der die Performance des Gerätes etwas einschränkt und noch einmal für eine merkbar höhere Akkulaufzeit sorgt, ohne so drastische Einschränkungen wie bei der Bildwiederholrate im Energiesparmodus vorzunehmen. Es gibt auch noch viele weitere Akkueinstellungen, diese sind aber typisch für Samsung One UI sehr verschachtelt und schlecht kategorisiert. Man weiß kaum, wo sich was befindet und wie das miteinander zusammenhängt. Der Standby-Verbrauch hat sich aber mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ebenfalls deutlich verbessert. Über Nacht verlieren die Smartphones nur ein paar Prozente an Akku. Das einzige, wo Samsung ihren alten Werten treu geblieben ist, ist beim Aufladen. 25 Watt beim S23, 45 Watt beim Plus. Das Netzteil ist dabei nicht mitgeliefert, ist aber auch egal, da der Unterschied eh kaum relevant ist. Die maximale Geschwindigkeit von 45 Watt wird nur sehr kurz aufrechterhalten. Netto dauert es bei beiden Smartphones über eine Stunde. Gerade zum Ende hin verlangsamt sich das Aufladen noch einmal merkbar.
One UI bleibt weiterhin beim Alten. Die neue Version 5 bringt selbst im Vergleich zu vor 3 Jahren keine großen Veränderungen mit sich. Die wichtigste neben den Akkueinstellungen sind vielleicht die neuen Fokus-Modi und dass man Widgets auf dem Startbildschirm nun stapeln kann. Ansonsten wäre das auch nicht notwendig gewesen, denn funktional und auch visuell ist One UI bereits eine sehr ausgereifte Benutzeroberfläche über Android 13, die an sich keine Wünsche offen lässt und intuitiv zu bedienen ist. Hervorstechen können da vielmehr die Software-Updates, denn mit 4 Jahren OS und 5 Jahren Sicherheitsupdates spielen sie die Vorreiterrolle im Android-Markt. Mit der Etablierung langer Update-Versprechen wird auch die Langlebigkeit der Produkte deutlich erhöht. Während aus heutiger Sicht 4 Jahre rückblickend das damalige iPhone 11 deutlich zeitgemäßer als zum Beispiel ein Note 10 der gleichen Zeit erscheint, dürfte sich das in den nächsten Jahren zunehmend angleichen. Die Kamera ist das zentrale Instrument, das verwendet wird, um die regulären S23-Modelle vom Ultra abzugrenzen. So setzen beide Smartphones auf die gleichen Sensoren wie das S22 letztes Jahr. Obwohl der Name des Sensors GN5 recht gut klingt, ist er in Realität deutlich kleiner als der GN1 und GN2, sondern eher eine Samsung-Version des IMX 766. Trotz dessen haben wir schon letzte Woche beim Vergleich mit dem S23 Ultra gesehen, dass das S23 ihm kameraseitig in nichts nachsteht. Von 0,5 bis zu dreifach, egal ob am Tag oder bei Nacht, man kann die Bilder vergrößern wie man will, es sind keine Unterschiede vorzufinden. Am Tag folgen die Bilder dem typischen Samsung-Look mit Farben, die ziemlich offensichtlich deine Blicke anziehen wollen, immer recht knallig und gut aussehen sowie sehr deutlicher künstlicher Überschärfung, was schon nicht mehr so wirklich zeitgemäß aussieht. Bei Nachtaufnahmen stellt das S23 im Vergleich zum Pixel 7 und Vivo X80 Pro immer einen sehr guten Kompromiss zwischen hoher Helligkeit und dem Wiedergeben der nächtlichen Stimmung dar. Die Bilder haben überall einen hohen Detailgrad und der Stil zeichnet sich bei Nacht sogar eher positiv aus. Auch der Ultraweitwinkel macht zwar nicht besonders viele Schlagzeilen, stellt jedoch auch eine der besten in seiner Brennweite auf dem Markt dar. Die Kamera bietet sowohl bei Tag als auch bei Nacht eine hohe Qualität, viel besser als das Pixel 7 Pro und ist immer bedenkenlos zu nutzen. Dazu gibt es als dritte Kamera natürlich noch den dreifachen optischen Zoom. Dieser verfügt als alleinige Zoom-Kamera über eine sehr praktikable Brennweite, die die meisten Bedürfnisse abdeckt und im Alltag einen hohen Mehrwert bringt. Die Qualität ist ehrlicherweise zwar nicht mehr die beste auf dem Markt, aber kann dennoch das iPhone 14 Pro schlagen. Ab so fünffachem Zoom sind die Bilder dann wirklich nicht mehr so gut zu gebrauchen. Ich würde sie eher als eine Festbrennweite sehen. Mit einem schnellen Autofokus und sehr naher Naheinstellgrenze bietet sie aber auch ein ausgezeichnetes Nutzungserlebnis. Nicht so wie das iPhone, das bei nahen Motiven ständig auf einen billigen Crop in die Hauptkamera zurückgreift, kommt man mit dem S23 beim dreifachen Zoom bis zu 12 cm nah an das Motiv heran und kann diese gerade im Pro-Modus häufig auch als Telemakro-Kamera nutzen, da der Ultraweitwinkel bei ihm über keinen Autofokus verfügt. Und vom Nutzungserlebnis her hat sich die Kamera dieses Jahr auch perfektioniert. Die Performance ist mit dem Wechsel auf den Snapdragon 8 Gen 2 endlich so, wie sie sein sollte. Die Kamera startet schnell, Bilder werden sofort ausgelöst und Ruckler wie bei der Vorgängergeneration gibt es keine mehr. Das ist ebenfalls sehr wichtig für das gute Nutzungserlebnis. Das heißt für beide Modelle schlussendlich, dass sie kameraseitig für ihren vergleichsweise niedrigen Preis ein sehr rundes Gesamtpaket bieten und sich in den ganzen anderen Flaggschiffen einreihen können. Auch wenn die Haupt-Ultraweitwinkel- und Zoomkamera auch im S23 Ultra nicht jeweils die besten auf dem Markt repräsentieren, sind sie kombiniert sehr konkurrenzfähig, da keine Wünsche offen bleiben und jede Brennweite mit guter Qualität bedient wird. Im Vergleich zu sowas wie einem Pixel 7 ist natürlich das hier besser. Bevor das Video endet, würde ich mich mal interessieren, ob ihr so mit der Ausstattung des regulären Galaxy S23 zufrieden seid. Vom eleganten Design über das gute Konsumerlebnis, den jetzt sehr starken Prozessor, daher sehr gute Akkulaufzeit und dem rundum guten Kamerasystem habe ich schon in meinem Vergleich mit dem S23 Ultra gesagt, dass dieses zwar mehr an die Extreme geht und Features bietet, die sich gut auf Schlagzeilen lesen, für die normalen Verbraucher da draußen aber auch das reguläre S23 und S23 Plus völlig ausreichen. Auch wenn diese mit dem ersten Ultra schon unter Limitierungen leideten, sind sie inzwischen eigentlich auch schon stark genug, um eigenständig gegen die anderen durchschnittlichen Android-Flaggschiff-Smartphones standzuhalten.
Aber auch nach außen hin ist das S23-Lineup vielleicht das stärkste seit langem. Insbesondere durch das wichtige Upgrade beim Prozessor decken die drei Smartphones inzwischen eigentlich alle Anforderungen ab, die man so stellen kann, und es wird einem sehr schwer fallen, da eine Schwäche zu finden. Dies ist gleichzeitig auch ein sehr gutes Zeichen für das Smartphone-Markt im kommenden Jahr. Wenn es so gut startet, dann können wir damit rechnen, noch viele weitere gute Smartphones in einem spannenden Wettbewerb gegeneinander zu sehen. Sie werden sich aber alle an den S23-Smartphones messen müssen. Letztes Jahr haben wir gesagt, wählt das S22 für ein kompaktes Smartphone mit guter Hardware, aber schwächerer Performance und Akkulaufzeit, oder das Xiaomi 12 für ein kompaktes Smartphone mit gutem Akku, aber Einbußen in der Ausstattung. Dieses Jahr vereint das S23 und das Xiaomi 13 beide Seiten und verpacken dies weiterhin in sehr elegantem Design. Subjektiv gesehen ist das S23 auf jeden Fall mein liebstes Modell im gesamten Lineup. Zum S23 Plus muss ich hingegen sagen, es gibt keine schlechten Produkte, nur schlechte Preise. Dieses Jahr wurden sowieso alle drei Smartphones des Lineups deutlich teurer, aber für über 1000 Euro ein Smartphone mit gleicher Hardware wie seinen kleinen Bruder zu bekommen, erscheint schon weniger lohnenswert. Hier sollte man auf jeden Fall abwarten, bis der Preis etwas gesunken ist. Aber so ein schickes S23 Smartphone müssen wir natürlich immer gut schützen, damit es auch äußerlich diese vielen Jahre überlebt. Hier kommen die Cases von ESR zum Einsatz, einem weltweit großen Case-Hersteller, die dieses Video unterstützt haben. Zum Beispiel gibt es da das Boost Kickstand Case. Der Stand auf der Unterseite kann dabei von 30 bis zu 60 Grad beliebig eingestellt werden und ist perfekt zum Konsumieren von Videos und Filmen. Der Mechanismus ist sehr hochwertig und soll problemlos bis zu 3000 Nutzungen überstehen. Du kannst dein Smartphone aber auch im Hochformat hinstellen, perfekt, um beim Essen deine TikTok-Seite auf dem neuesten Stand zu halten. Das Material fühlt sich dabei sehr wertig an, passt perfekt zu einem schwarzen Galaxy S23 und durch die stoßdämpfenden Ecken sowie dem extra Hervorstehen auf der Vorderseite bietet es auch einen sehr guten Schutz, der durch den Militärstandard 810H bestätigt wird. Auch im Angebot haben sie aber zum Beispiel das Classic Kickstand Case mit dem Stand im Kameramodul, das diesen elegant versteckt. Schaut gerne bei den Links in der Videobeschreibung zum Kauf vorbei und spart euch direkt 10% bei der Bestellung. Okay, im Bild findet ihr nun noch viele weitere Videos von mir zum S23 Lineup. Wenn euch dieses Video weitergeholfen oder inspiriert haben sollte, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren tiefgreifenden Videos rund um aktuelle Smartphones mehr zu verpassen. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Boah, Alter, schafft ihr das auch so schnell? Schreibt's in die Kommentare.